Jawohl, da brennt schon eins. Da brennt noch eins. Und noch eins. Okay, mit dem hier müssen wir uns noch ein bisschen kloppen. So, guten Tag. Ich bin TLK und ich darf den dritten Teil dieses Adventures spielen. Und ich warte den vierten Teil. Quitschi hat schon zwei gespielt, nicht wahr? Gut, naja, auf jeden Fall. Ist das erste, was ich machen werde, ein paar Bugfixes einbringen. Denn leider läuft das Adventure nicht ganz fehlerfrei. Die Prinzessin verliert beispielsweise den Beutel des ursprünglichen Protagonisten und den holen wir uns gleich zurück. Dafür habe ich eine Hilfsfunktion einimplementiert. Die führe ich mal aus. Die heißt Take Back Back. So, und damit sollten wir das Inventar vom ursprünglichen Protagonisten wieder haben. Ich hatte im Quitschi-Stream gesehen, Dango hat das ganz gut gefüllt. Was Dango gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch die Idee von der ganzen Sache hier. Mea culpa. Ich habe natürlich gesehen, was Quitschi gemacht hat, weil ich den Livestream gesehen habe. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, was in der Zwischenzeit wirklich alles passiert ist. Ich kümmere mich jetzt auf jeden Fall erstmal um ein paar Nebenquests, die angenommen wurden. Beziehungsweise Hauptquests, die angenommen wurden. Denn Quitschi hat nicht nur den Aquaklonk befreit, sondern auch den Zauberer Fukat sowie die Prinzessin geheiratet. Das sind alle drei Hauptquests. Alles richtig gemacht. Ich werde die jetzt abarbeiten, beziehungsweise den Teil abarbeiten, der abzuarbeiten ist in dieser Sektion. Zauberer können wir nicht mehr werden und das mit der Rebellion ist auch irgendwie fragwürdig. Schließlich sind wir bereits die Prinzessin und haben nicht vor, unser eigenes Königshaus zu stürzen. Aber zunächst kümmere ich mich um die Fledermaus hier. Die sollten wir nämlich für den Klonk, der in der Festhalle steht, herholen, um ihm zu beweisen, dass doch Fledermäuse in die Festhalle kommen können. Auch hier musste ich ein kleines Bugfix anbringen. Die Fledermäuse folgen einem nämlich in diesem Spielstand irgendwie nicht mehr durch die Treppenhäuser. Ich habe da ganz scharf die Transferzonen im Verdacht. Die sind bei diesem Spielstand wohl korrumpiert worden. Gut, nichts, was man nicht mit ein paar Skriptbefehlen lösen kann. Ich habe einfach den Dialog so aufgebaut, dass Hans die Fledermaus auch erkennt, wenn sie nicht in der Festhalle ist, sondern vor der Festhalle rumschwebt. Ja, da müssen wir sie aber trotzdem noch hinbringen. Einen wirklichen eingesparten Weg haben wir dadurch nicht. Und dann, wenn ich das gemacht habe, kommen wir zur längsten Abkürzung der Welt, beziehungsweise fast. Danach gebe ich dem Magier Fukat einen Kristall. Der wollte ja, dass wir ihm einen Kristall bringen, damit er sich freizaubern kann. Der Freizauber, den er benutzen wird, ist auch großartig implementiert. Das werdet ihr gleich sehen. Und dann nehmen wir die längste Abkürzung der Welt. Aber zunächst müssen wir die Fledermaus hier durch dieses Burggedöns durchbekommen. Die hängt sich nämlich gerne mal an so Fahrstuhlschächten auf. So wie jetzt zum Beispiel. Na. Komm her. Komm. Ja, natürlich. Wie könnte es anders sein? Warum die Fledermaus lila ist, weiß ich auch nicht so recht. Ich habe mal im Verdacht, dass Ranrian die gemacht hat. Vielleicht hat er sich von Pokémon inspirieren lassen. Da ist es ja normal, dass so eine Fledermaus mal lila ist, ne? Endlich. So, jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo die Fledermaus uns nicht mehr weiter folgt. Wie gesagt, da musste ich ein bisschen schummeln, beziehungsweise ein bisschen bugfixen, andernfalls funktioniert das Ganze hier nämlich nicht. Hier. Normalerweise folgt sie einem nämlich durch dieses Treppenhaus nach unten, aber wie ihr seht, folgt sie einem nicht. Ja, ist wohl kaputt. Gut. Dann sprechen wir Hans einfach so an. Und habt ihr schon eure Fledermäuse hier gefunden? Ja, hier ist eine. Tatsächlich. Aber das macht nichts. Ich weiß, wie man sie zähmen kann. Put, put, put. Ja, komm her, liebe Maus. Wenn du willst, kannst du sie behalten, die liebe Maus. Danke, Hans.
Und damit haben wir ein kleines Companion Pet, die Fledermaus. Ich persönlich bin nicht so mega der Fan der Fledermaus. Sie ist großartig darin, Feinde vor Pfeilen und Steinen zu schützen, die man auf sie schleudert. Und weniger großartig darin, denen tatsächlich Schaden zu machen. Hier, neben dem Magier Fukat, wo ich gerade so rumlaufe, seht ihr vielleicht ganz durchsichtig so einen Tunneleingang. Und das ist der Teleportzauber, den Fukat benutzen wird. Und das werden wir ganz brutal ausnutzen. Hast du einen Kristall dabei? Ja, hier ist er. Oh, vielen Dank. So, jetzt zaubere ich mich frei. Besuch mich dann mal. Er wird jetzt durch diese Höhle gehen. Und wir gehen einfach mit. Und damit haben wir uns ans andere Kartenende katapultiert. Hier steht er nun. Hallo, schön dich wiederzusehen. Ich wollte nur die Aussicht genießen. Dann tu das. Dann nehmen wir hier nochmal einen Heilzauber mit. Und jetzt kommen wir zu der gerade eben schon angekündigten längsten Abkürzung der Welt. Statt durch den Tunnel der Zwerge zu gehen, um zur Burg Telotius zu kommen, gehen wir durch den Sumpf. Und diejenigen, die das Adventure kennen, werden sich jetzt fragen, durch den Sumpf, wie um alles in der Welt kommt man denn durch den Sumpf zur Burg Telotius? Über Umwege. Das werdet ihr gleich sehen. Beziehungsweise hoffe ich, dass ihr das gleich sehen werdet, dass ich es in den 30 Minuten auch hinkriege, da komplett durchzukommen. Zunächst müssen wir uns mit Skeletten rumprügeln. Okay, soweit so gut. Und auf dem Weg sammle ich noch ein paar Totenschädel ein. Das ist nämlich der Krux dieser Sektion. Die Krux dieser Sektion. Wir brauchen 7 Totenschädel, um hier durchzukommen. Und dafür müssen wir erstmal 7 Totenschädel einsammeln. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, denn die Totenschädel sind nicht nur einfach Objekte, die wir einsammeln können, sondern teilweise einfach lebendig. So wie die Skelette in diesem Sumpf. Hat wohl irgendwas Untotes an sich. Und dafür müssen wir die Totenschädel erstmal erschlagen. Da seht ihr ihn, er schwimmt durch die Gegend, so wie man das als Totenschädel macht anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Und nebenbei erschlage ich ein paar Fliegen. Nämlich auch sehr nervig, die Viecher. Super, jetzt ist der Totenschädel gefangen und wir können ihn mit Pilzen bewerfen. In der Hoffnung, dass er dabei drauf geht. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dass man das so machen muss, aber mir bleibt an dieser Stelle keine Wahl. Wenn ich durch den Sumpf möchte, dann muss ich 7 Totenschädel sammeln. Das weiß ich schon im Vorfeld. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Jawohl. Dann packen wir den Beutel. Wie viele Totenschädel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 2 brauchen wir noch. Sammeln wir hier nochmal ein paar Flints ein. Und legen den Schalter um. Jetzt können wir da oben auch durch. Das hätten wir vorhin nicht gekonnt. Das Skelett hat auch bestimmt, ja, natürlich einen Speer dabei. Da unten liegt noch ein Totenschädel, den hole ich mir. Und sack ihn ein und der letzte Totenschädel schwimmt da. Jetzt wird es stressig. Das eine Skelett wird mich. Ja, genau. Ja, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich kann ihn auch wieder fangen und dann abwerfen. Hoffentlich. Und zunächst ertränke ich nochmal hier 2 nervige Fliegen. Okay, die Schlange ist schon mal gefangen. Das heißt, der Totenschädel wird da wahrscheinlich auch reinfallen. Wenn er nun mal herkommen würde. Gut, esse ich in der Zwischenzeit noch mal ein paar Pilze. Und noch eine Fliege. Nervige Viecher. Tja, die Wurfmesser, die wir hier im Rucksack haben, können wir eigentlich auch nicht mehr benutzen. Dafür muss man Aquaklonk sein. Sind wir aber nicht mehr. Wir sind jetzt die Prinzessin und die Prinzessin kann natürlich die Wurfmesser schmeißen. Vielleicht kriege ich den auch
wenn hier nicht so viele Monster rumfliegen würden, abgeschossen den Totenschädel. Und wenn meine Fledermaus nicht im Weg wäre. Gut, jetzt ist er gefangen. Das ist doch schon mal was. Jetzt können wir ihn vielleicht einfach abknallen. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, ich habe da jetzt alles tot gekriegt. Super. Damit haben wir alle Totenschädel, die wir brauchen. Yep, in der Tat. Hier kann ich aber noch mal durchbuddeln, denn am Ende dieses Ganges, den ich jetzt grabe, befindet sich eine Kiste. Und da ist noch Sprengstoff drin, den nehmen wir mit. Ja, diese Sektion hier ist auch ein Standalone-Szenario, das man spielen kann. Im Metall- und Magie-Ordner, das heißt Sumpf des Todes. Auch da schlägt man sich mit Skeletten rum. Das ist eine Tower Defense. Sehr witzig zu spielen. Gehobener Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Es gibt ein paar Tricks, mit denen es deutlich einfacher wird. Dazu kommt Quitschi vielleicht in der Zukunft auch irgendwann mal. So, jetzt müssen wir irgendwie über das Becken da oben, ohne dass uns die drei Skelette totwerfen. Das könnte anstrengend werden. Ich nehme mal schon mal ein paar Pilze ins Inventar. Sperren, Sperre. Ja, natürlich, da ist er. Und ein Terraflint, komm, hau rein. Warum auch nicht? So weit, so gut. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? 10 Minuten habe ich schon verbracht in dieser Sektion. Eieiei, ob ich mit der Zeit hinkomme, all das zu machen, was ich machen wollte. Naja, das sehen wir gleich. Erstmal kommen wir dazu, uns mit ein paar Skeletten zu prügeln. Ich nehme mal schon mal das Nudelholz in die Hand. Hoffentlich kriegen wir sie angezündet. Das wäre nämlich super. Komm her, ja, komm her. Jawohl, da brennt schon eins, da brennt noch eins. Und noch eins. Okay, mit dem hier müssen wir uns noch ein bisschen kloppen. Die Prinzessin prügelt aber auch gut rein mit dem Nudelholz, ne? Und ja, das lief doch ganz gut, würde ich sagen. Hier haben wir noch zwei Steine, die nehmen wir mit. Können wir schließlich als Munition für die Steinschleuder benutzen. Und dann sind wir auch gleich an dem Schalter, den ich erwähnt hatte, wo wir die 7 Schädel drauflegen sollten. Beziehungsweise hoffe ich, dass wir das hinkriegen, dass ich nicht vorher von einem Monster totgetrampelt werde. Oder von den Skeletten, die hier noch weiter auf mich lauern, runtergeschubst. Das wäre auch ärgerlich. Ja, doch, könnte. Ah ja, schön, der Pilz brennt. Dadurch brennt das Skelett. Ah ja, okay, gut. Das habe ich nicht überlebt, aber ich glaube, zweiter Versuch sollte funktionieren. Und dann muss ich am Ende vielleicht noch mal gucken, dass ich ein bisschen Gold in die Kasse reinspiele, nicht, dass ich hier zu viel sterbe und am Ende Quietschi oder Dangor mit zu wenig Relaunches auskommen müssen. Das wäre auch doof. Aber ich glaube, in dieser Sektion finden wir noch einen Smaragd oder so. Damit kann man das dann abbezahlen. Ja, okay. Die meisten Skelette sind ja doch auch drauf gegangen. Das ist wohl schon okay dann. Hier ist dieser Bodenschalter, von dem ich geredet hatte, wo wir jetzt die Schädel drauflegen. 1, 2, 3, 5 und 6, ein noch.